Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu Gothic 2 Nachtsraben. Und ja, wir wollen jetzt mal zusehen, dass wir hier Bandit hier befreien. Gibt aber viele Infos hier. Lothar ist ermordet. Cornelius ist der Sekretär des Statthalters. Er behauptet, den Mord beobachtet zu haben. Der Schmied Bennett ist, aber warte mal, wir mussten ja noch zu Buster. Buster wollte, nein, Buster war ja davor und der hatte ja schon irgendwas von uns gewollt. Der hatte schon mit uns geredet. Ui, da war ein Ruckler. Und da vorne ist wieder, ah ja, genau, den hatten wir ja vorhin schon gesehen. Ich bin scheiße mit denen. Hier sind gleich drei Stück. Ernsthaft? Vier! Alter, das sind zu viele von denen. Der hat mich jetzt aber nicht... Der läuft nur an mir vorbei, okay. Muss ich mir jetzt jeden Tag einen Segen abholen, damit die mich nicht angreifen? Also, ich muss definitiv stärker werden und ich brauche mehr Geld. Apropos Geld, ich habe eigentlich einige Sachen, die ich hätte verkaufen können. Wir gehen nochmal zurück. Wir müssen verkaufen. Am besten lieber nicht direkt vor denen, vor den Suchenden. Vielleicht kriegen wir das Geld zusammen, damit wir die schwere Rüstung da holen können, haben können. Denn die wäre mir jetzt deutlich lieber. Wie viel Geld kriegen wir eigentlich für unser Outfit? 1000. Mit denen jetzt verkaufen könnten wir. Könnten wir vielleicht uns schon die Schwere leisten. Wie viel Geld haben wir? Da fehlt aber noch ein bisschen. Wir gehen trotzdem einmal kurz verkaufen. Ich will die Rüstung haben. So, damit sind wir auch ein bisschen besser geschützt, wenn wir die schwere Rüstung haben. Und ich will diese, das war noch schon vorher. War da ein Drachenknochenrüstung, glaube ich, nicht Rüstung, Armbrust. Das war doch klar. Da muss man mal ganz kräftig dazwischenhauen. Kann ich bei dir Waffen kaufen? Ja, das hat er. Ich habe nicht viel. Die Schwerter und Äxte bringen mir fast alle in Onas Haus. Ja, ich habe hier noch ein bisschen was, das ich dir verkaufen kann. Er weiß ja nicht mal, so, fangen wir mal ganz oben an. Davon lasse ich das lieber doch. Das ist aber eine Einhandwaffe, die brauche ich nicht. Ist das wirklich? Dann er hat auf die falschen Leute gehört. Wir haben ihn natürlich, doch muss man mal Spitzhacken brauchen wir ja nicht mehr. Dazwischenhauen. Das ist doch alles dann das und das. Meine so, was haben wir noch, was wir nicht brauchen? Ich glaube, das brauchen wir auch nicht. Da kann man sich nicht so, gravierter Ring, den behalten. Behalten wir noch. Ist doch nicht, wenn er das nicht sieht, kann so. Ich ihm auch nicht mehr helfen. Es war genauso, wie du sagst. Ne, doch, Kontakt. Ne, das bringt zu wenig. Das bringt zu wenig. Also komm mir nicht so. Großer Feuerstuhl. Da muss man mal gleich. Ich hab mir das nicht gedacht. Okay. Was ist das für eine Sache? Ich bin ganz deiner Meinung. Was ist das? Nachricht? Ich hab so einiges. Das ist hier eine Meinung. Das ist wirklich nicht meine Meinung. So, dann haben wir hier aber noch ein bisschen was. Du hast das nicht gewusst. Man darf halt nicht alles glauben, was man sich. Dann haben wir gleich genug Geld. Er weiß ja nicht mal, wie er ein Schwert hält. So, die Münzen behalten wir. Das kann ja nicht ewig so weitergehen. Das haben wir ja erledigt, dann können wir das auch vertrauen. Also, nicht mehr. Da muss man mal gleich so, kräftig daran schauen. Ich hätte das anders gemacht. Das war doch schon vorher klar. Schwefel können wir verkaufen. Keine Ahnung, den silbernen mehr Ring. Ärger kann ich nicht gebrauchen. Da kannst du eh nicht. Wir haben Pech. Ja, das hat er wirklich gebraucht. Ich habe was anderes gehört. Das interessiert so, man und darf halt nicht alles glauben. Genau so, die brauchen wir nicht. Was ist damit? Das ist wirklich nicht mein Wert. Immerhin haben wir ein bisschen Geld jetzt bekommen. Das hat er doch vorher gewusst. Seltsam aus. Irgendwas stimmt nicht mit diesem Fisch. Ja, sieht aus, als wäre zu viel. Ich habe was anderes gehört.
ich habe da meine eigene Frage nicht. Das hast du nicht gewusst. Olafs Beutel. Ich weiß nicht, was wir mit Olafs Beutel machen. Ich glaube, die brauchen wir auch nicht. Nicht mehr. Es war genauso, wie du sagst. Ich hatte jetzt kurz Panik gehabt. Wenn er das nicht sieht, kann man zu mir. So, okay, jetzt brauchen wir nur noch knapp 200. Was können wir verkaufen? Meinte das nicht. Ich weiß gar nicht, warum er sich so aufregt. Ich erzähl dir doch nicht. Das war doch schon vorher klar. Das interessiert mich nicht. Das hat er doch vorher gewusst. Ich bin mir da nicht so sicher. Und selbst ist er da nicht drauf gekommen. Der ist gerannt, als ob ich mir das schon der Idee wäre. Brauchen wir nicht, aber ich behalte mal den Rest alles noch bei. Ich habe mir das schon gedacht. Beziehungsweise, wenn wir jetzt unsere Rüstung hier ausziehen und dann verkaufen, mittlere sollten wir Rüstung. Noch mehr Ärger kann ich nicht gebrauchen. Kann ich bei dir Waffen kaufen? Ich habe nicht viel. Die Schwerter und Äxte. Ja? Die Rüstung jetzt noch nicht verkaufen. Das hast du nicht gewusst. Ganz kräftig dazwischen haben. 150 kriege ich jetzt nur dafür? Ernsthaft? Ist doch. Ich kann das nicht klar, genauso wie du sagst. Okay, dann haben wir jetzt kein Geld gleich. Aber kriegen die schwere Rüstung. Ist mir aber jetzt erstmal klar. Er hat auf die falschen Leute gehört. Laufen wir jetzt erstmal hier nackig rum. Aber ich will mir jetzt die schwere Rüstung holen. So, die schwere Rüstung 2500 Gold. Gib mir die schwere Rüstung. Das hat er doch vorher gewusst. Eine sehr gute Rüstung. Es ist die gleiche, die ich auch trage. Nice. Ich habe mir das schon gedacht. Gibt's was Neues wegen Bennett? Nein, wir wissen noch nicht genug. Okay. Ich weiß gar nicht, warum er sich so aufregt. Das speichere ich jetzt auf die 5. Und ich sehe zu, dass wir jetzt Bennett rausholen. Das war doch schon vorher klar. Ich wäre mir da nicht so sicher. So, da mussten wir aber auch jetzt einiges wirklich verkauft haben. Das will doch keiner wissen. Man darf halt nicht alles glauben. Was hat das jetzt für Wert? Genau. Schutz vor Waffen 80, Schutz vor Fallen 80, Schutz vor Feuer 5 und Schutz vor Magie 10. Was ist eine schlimme Sache? Er hat auf die falschen Leute gehört. Das will doch keiner mehr. So, jetzt brauchen wir nur noch eine bessere Dings. Haben wir hier wieder was Neues? Nee. Wir haben keine neuen Lernpunkte. Okay, jetzt aber Bennett erstmal befreien. Ich finde super, dass der jetzt nur mit dem Stock da am Kämpfen ist, mit dem Ast. Ich frage mich auch, wie viele Folgen wir eigentlich jetzt für dieses Let's Play brauchen werden. So, an dem muss ich jetzt irgendwie vorbei. Von mir erfährt keiner was. Das will doch keiner wissen. Das ist doch meine Begriffe. So, und ja, übrigens auch nur als kleine Info für euch. Ich habe mal, was Kanta angeht, mal nach Lösungen gegoogelt, die ich hätte machen können. Damit ich Sarah behalte. Ich hätte den tatsächlich, als er noch im Gefängnis war, töten sollen. Dann wäre Sarah noch da. Sarah bin ich jetzt eigentlich immer los. Die werden wir nicht mehr wiedersehen. Aber ich wollte sicher gehen, dass wir die vielleicht doch noch wieder kriegen könnten. Nee, ich glaube, das wäre keine gute Idee. Doch, das wäre die bessere Idee, stimmt. Hierum wäre die bessere Idee. Das ist wirklich nicht mein Problem. Und ja, also Sarah sind wir leider los, aber trotzdem, ich habe die Genugtuung. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt mit den Händlern noch Auswirkungen haben wird, dass die nicht mehr mit mir handeln oder sprechen wollen. Oder ob ich da irgendwie meinen Ruf wieder reinwaschen kann. Das weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass wir Sarah nicht mehr wiedersehen werden. Was ich schade finde. Aber ja, wenigstens Kanta sind wir los.
So, hier müsste der eine noch irgendwo warten. Ja, da vorne. Dass wir denen jetzt sogar ausweichen müssen, dass wir nicht mal richtig auf den Was war das denn jetzt? Bin ich einmal wieder ein bisschen nach vorne geglitscht. Naja, egal. Was wollte ich jetzt sagen? Wo war ich jetzt stehen geblieben? Total vergessen. So, wer war jetzt eigentlich Cornelius? Müssen wir jetzt erstmal suchen, wer Cornelius war. Zu dem müssen wir auf jeden Fall. Mit dem reden, der war der Statthalter. Ich glaube, der war hier, oder? Darf ich hier rein? Stimmt, das, ja, stimmt, das ist ein Gefängnis. Hier, Bennett. Was haben wir denn? Okay, mir fehlt der Gegenstand dafür. Stadtwache. Oder war der woanders? War hinten da bei Lord Hagen. Ja, egal, wir gehen jetzt einmal auf zu Lord Hagen, gucken da, vielleicht ist da Cornelius. Ah ne, erstmal mit Lades reden, wegen Bennett. Stimmt, da war ja was. Und hier können wir eigentlich auch nochmal quatschen, wegen der Dings. Bürger. Hier, Nagur. Der Job ist gut gelaufen. Aber über meinen Auftraggeber spreche ich nicht. Also bleib ruhig. Okay, ist nichts Neues. Was ist mit Cardiff? Ich brauche Informationen. Ich brauche Informationen. Hat da immer noch nichts Neues? Also, okay, aber jetzt quatschen wir mal mit Laris. Hey, du. Wegen der verschwundenen Leute, hast du was von Bennett gehört? Hast du was von Bennett gehört? Sie haben ihn anscheinend in die Kaserne gebracht und dort in den Kerker geschmissen. Mhm. Wie können wir ihn da rausholen? Ich habe noch keine Idee. Ich komme nicht bis zu seiner Zelle, um mit ihm zu reden. Ich kann eigentlich nur die Ohren offen halten, aber hier erfährt man nichts. Gibt's was Neues? Gibt's was Neues? Das kann man wohl sagen. Die Paladiner haben Bennett, unseren Schmied, verhaftet. Ich habe bereits davon gehört. Schlimme Sache. Das kannst du wohl laut sagen. Okay, sonst nichts Neues? Gut, dann suchen wir jetzt Cornelius. Und quatschen ihn mal an. Weil, wegen Lothar. Wer war Lothar nochmal? Ich glaube, Lothar war da oben der eine. Der uns nicht gerade mochte, wenn ich mich richtig erinnere. Ich hab da der uns hier auch aufgehalten hatte einmal. Wird sich das jemals ändern? Wie sollt ihr überhaupt Wort halten? Ich glaube da nicht dran. Stimmt, Lothar war der eine, der hier immer stand. Das ist ja interessant. Der nicht mehr hier steht. Einer von den Rittern. Bist du Cornelius? Albrecht. Wo finde ich Cornelius? Ritter? Ingmar? Die Situation im Minental ist beunruhigend. Aber wir werden Pläne entwickeln, um die Gefahren zu beseitigen und das Erz und unsere Jungs da rauszuholen. Kann ich von dir lernen? Kann ich von dir lernen? Ich unterweise nur die Anhänger unseres Ordens. Ja, okay. Wie ist die Lage auf dem Festland? Wie ist die Lage auf dem Festland? Der Krieg ist noch nicht gewonnen, obwohl die königlichen Truppen die Orks bereits zurücktreiben.
Doch an vielen Stellen sammeln sich kleine Ork-Horden und versuchen, unsere Armee auseinanderzureißen. Sie kämpfen ohne Ehre, ohne Glauben. Und genau deshalb werden wir letztendlich siegreich sein. Okay. Gut, sonst nichts Neues. Ist das eine Rüstung oder jemand, mit dem ich reden kann? Ne, das ist nur eine Rüstung. Wo finde ich Cornelius? Und wer ist Cornelius? Also, der Statthalter weiß ich, aber... Albrecht? Was bedeutet es, ein Paladin zu sein? Was bedeutet es, ein Paladin zu sein? Ein Paladin ist ein Streiter Innos. Er lebt, um ihm zu dienen und kämpft, um ihn zu ehren. Dafür wird uns die Gabe der Magie verliehen. Die Magie der Runen, die wir als Auszeichnungen für unsere Taten verliehen bekommen. Hm, kannst du mir was beibringen? Kannst du mir was beibringen? Ich unterweise nur Paladine. Ja, okay. Also, gut, das ist dann... kein Geheimnis mehr. Stadtwache? Er sollte lieber... Kannst du mir helfen, mich hier zurechtzufinden? Du bist jetzt in der Oberstadt. Ja, wo willst du hin? Zu Cornelius. Ich habe was anderes gehört. Ja, das war alles. Danke. Das war alles, was ich wissen wollte. Das ist ich wollte wissen, wo Cornelius ist. Und wer Cornelius ist. Gerbrand? Ich glaube da nicht dran. Das weiß doch inzwischen. Bambo? Ich, Wambo, du, Wambo, RCS, Wambo, Wambologie. Wenn ich es nicht mit eigenen Augen gesehen hätte. Ja, aber... Wer sagt denn sowas? Wo finden wir den Statthalter? Ich glaube, ich lege mich jetzt einmal schlafen. Von selbst ist er nicht darauf gekommen. Zeig mir deine Ware. Ah, okay, die handeln nochmal mit mir. Und, hier ein Käse. Also, kann ich mir nicht leisten. Okay, ich habe ja auch kein Geld mehr. Das war doch klar. Also, hier handeln die nur da oben im Marktviertel nicht mehr. Okay, immerhin. So, bis zum nächsten Morgen. Ja, ich kann schlafen. Ich kann mich ausruhen. Nice. So, jetzt erstmal. Jetzt muss ich wirklich wissen, wo Cornelius ist. Aber dort, wo Adanos stand, ward ein Ort, an dem Innos und Belia keine Macht hatten. Die handeln aber nicht mehr mit mir. Du bist ein Sträfling aus der Minenkolonie. Verschwinde! Ja, okay, das ist mir egal dann jetzt. Wenn die hier nicht mehr mit mir handeln, dann ist mir das egal. Ich wollte nur Sarah haben hier. Mit der handeln. Die anderen sind alle hier nur undankbar. Wo und wer ist hier Cornelius? Nee. Du bist ja auch nicht Cornelius, oder? Du bist André. Was ist mit Bennett, dem Schmied? Was ist mit Bennett, dem Schmied? Du meinst den Söldner. Der sitzt im Knast, wo er hingehört. Kann ich mit ihm sprechen? Klar, geh einfach rein. Aber wenn du versuchst, ihm zur Flucht zu verhelfen, bist du dran. Wegen der vermissten Leute? Wegen der vermissten Leute. Hör bloß auf mit der Geschichte. Ich habe andere Sorgen. Okay, wie ist die Lage in der Stadt? Wie ist die Lage in der Stadt? Alles unter Kontrolle. Das bezweifle ich. So, aber wo finden wir Cornelius? Hier darf ich ja auch rein. Das ist Peck. Mortis. Und Stadtwache. Hey, du! Ich will stärker werden. Ich will stärker werden. Natürlich willst du das. Aber solange du nicht zu uns oder den Paladin gehörst, werde ich dir nicht helfen. Ja, okay, gut.
So, wo finde ich Cornelius jetzt, ehrlich? Da darf ich ja nicht rein, genau, dann werden die angreifen. Hä? So, gefälschte Minenanteile, was? Ich soll Salandril, einen Alchemisten im oberen Viertel von Corinus, ins Kloster bringen, damit er dort verurteilt werden kann. Was er angestellt hat, kann mir im Grunde auch egal sein. Hauptsache, ich werde für diesen Auftrag bezahlt. Nee, Bennett sitzt im Knast. Cornelius, der Sekretär des Statthalters, ist also der Zeug. Der Schmied Bennett. Okay, Wer ist jetzt der echte Statthalter? Und wo finde ich jetzt Cornelius? Bin ich jetzt nur am Rennen suchen? Das kann jetzt nur in der Oberstadt dann irgendwo sein. Gehe ich mal von aus. Das ist doch alles nur Gerede. Kann ich auch mit denen nochmal quatschen? Du. Nee. Von mir hatte das nicht. So, der heißt einfach nur Bürger. Man weiß gar nicht mehr, wie man noch glaubt. Kann Emmy helfen? Gibt's was Neues? Gibt's was Neues? Ich kenne so Typen wie dich. Du weißt einfach nicht, wo dein Platz ist. Ich werde mal mit dem Statthalter über die Sicherheitsmaßnahmen für das obere Viertel sprechen. Ja, wo ist denn der? Wenn er das nicht sieht, kann ich ihm auch nicht. Ist das das Gebäude des Statthalters? Was suchst du hier? Geh! Geh raus. Kluges Kerlchen! Wo ist Cornelius? Ich glaube, das ist eigentlich der Statthalter. Keine Ahnung, sag du es mir. Von selbst ist er da nicht drauf. Torwache, der muss eigentlich. Girion? Ritter? Cedric? Ich gehe von aus, dass das hier drinnen sein muss. Ritter, ich rede nochmal mit Lord Hagen. Ich muss mit dir über Bennett reden. Nee. Wo finde ich Cornelius? Darf ich hier nach oben? Ich speichere einmal. Nochmal. Komm, ich speichere mal hier. Cornelius, du hast doch den Mord an Lothar beobachtet. Ich muss zu einer laufenden Untersuchung keine Auskunft geben. Alles, was ich weiß, habe ich schon bei Lord Hagen zu Protokoll gegeben. Was hast du gesehen? Ich habe jetzt wirklich keine Zeit. Du musst jetzt gehen, das Büro schließt jetzt. Hey. Was hast du hier verloren? Wenn du was willst, lass dir einen Termin geben. Wer bist du? Ich bin Larius, der hiesige Statthalter. Auch wenn es im Moment nicht so aussehen mag, bin ich der mächtigste Mann dieser Stadt. Dann bist du ja also verantwortlich. Zurzeit sind mir die Hände gebunden. Dieser Lord Hagen hat hier das Kommando, jedenfalls solange er noch in der Stadt ist. Wie sieht's aus? Was geht dich das an? Solange die Paladine in der Stadt sind, kümmert sich Lord Hagen um alle Belange, die Stadt betreffen. Okay, ich wollte nicht stören. Das ist dir gründlich misslungen. Also verschwinde. Ja, ich geh. Arschloch. Blutkelch? Goldener Kelch?
So, jetzt reicht es. Was hast du gesehen? Jetzt reicht es. Was hast du gesehen? Ich habe gesehen, wie der Söldner den Paladin von hinten niedergeschlagen hat. Und dann hat er ihm sein Schwert in die Brust gerammt. Bist du dir da ganz sicher? Ja, natürlich. Ich konnte es mit eigenen Augen sehen. Aber ich habe jetzt wirklich keine Zeit. Es wartet noch ein großer Stapel mit Papieren auf mich. Ich glaube dir nicht. Ich glaube dir nicht. Und wenn schon, was willst du dagegen tun? Ich kann den Söldnern sagen, wo du wohnst. Du willst auch weiterleben, oder? Was verlangst du? Was verlangst du? Du hast gar nicht genug Gold, um mich zu bezahlen. Wie viel? 2000 Goldstücke. Dann könnte ich mir die Sache nochmal überlegen. Ich glaube dir nicht. Ich glaube dir nicht. Und wenn schon, was willst du dagegen tun? Ich könnte den Söldnern sagen, wo du wohnst. Ich könnte den Söldnern sagen, wo du wohnst. Was soll das heißen? Sie wollen dich bestimmt gern kennenlernen. Sie sind ziemlich sauer. Das kannst du nicht machen. Sie werden mich töten. Das ist sehr gut möglich. Ich sag alles, was du willst. Aber das darfst du nicht tun. Ja, okay, komm. Was ist wirklich passiert? Was ist wirklich passiert? Ich habe nicht gesehen, was passiert ist. Ich habe Gold bekommen dafür, dass ich den Söldner belaste. In diesen Zeiten muss jeder sehen, wo er bleibt. Ich brauchte das Geld. Wer hat dich bezahlt? Das reicht. Er wird mich töten, wenn ich ihn verrate. Bist du bereit, das auch Lord Hagen zu erzählen? Ich bin doch nicht verrückt. In der Stadt kann ich jetzt nicht mehr bleiben. Ich werde dir mein Tagebuch geben. Das sollte als Beweis genügen. Tagebuch halten. Und er haut ab. Jetzt will ich wissen, wo er hinrennt. Obwohl, den werden wir nicht mehr wiedersehen. Ich weiß ja, gar nicht mehr, wem man noch glauben soll. Warte mal, ich will mal hinterher. Meinst du, mir geht das besser? Der ist mir zu schnell. Okay, dann lass ich das. Der ist mir zu schnell, ich werde den nicht mehr wiederfinden. Wer ist denn das da? Das war doch schon vorher klar. Bitte ist das da? Ne, das ist nur Bürger. Schade, ich hatte gehofft, wir finden Sahara wieder. Kann man wieder sich nicht drauf verlassen. Ich habe noch Hoffnung, dass wir die wiederkriegen irgendwie. So. Lord Hagen. Ich muss mit dir über Bennett reden. Ich muss mit dir über Bennett reden. Ich glaube, Bennett ist unschuldig. Ich glaube, Bennett ist unschuldig. Die Beweise sind eindeutig. Er ist schuldig. Was ist, wenn die Beweise nicht stimmen? Sei vorsichtig, was du sagst. Du erhebst schwere Anschuldigungen. Wenn du mir keine Beweise vorlegen kannst, dass der Zeuge lügt, dann solltest du lieber deinen Mund halten. Achso, ich dachte, ich könnte ihm das Buch geben. Muss ich es lesen, das Tagebuch? Ich habe das doch erhalten. Tagebuch. Wenn Larius so weitermacht, werde ich mich nach einer anderen Stelle umsehen. Heute Nacht ist mir etwas Seltsames passiert. Einer der Männer in den schwarzen Kapuzenmänteln, von denen man immer hört, hat mich in meinem Haus aufgesucht. Ich war gar nicht aufgeregt, obwohl man sich nur Schreckliches von ihnen erzählt. Die Macht, die diese Männer ausstrahlen, war fast körperlich zu spüren. Die Stimme dagegen war sehr ruhig und vertrauenserweckend. Er hat mir 2000 Goldstücke geboten, wenn ich dafür sorge, dass einer der Söldner verurteilt wird. Würde schon merken, wenn es soweit ist. Ich habe natürlich sofort zugestimmt, die Söldner haben es eh verdient. Wenn sie nicht gekommen wären, würde hier alles zu meiner Zufriedenheit verlaufen. Die Goldstücke werden mir einen ruhigen Lebensabend garantieren. Es ist soweit, sie haben einen dieser Söldner geschnappt. Es sollte ein Kinderspiel sein, mein Wort zu halten. Cornelius hat gelogen. Cornelius hat gelogen. Woher weißt du das? Hier, ich habe sein Tagebuch. Dort steht alles drin. Dieser kleine, schleimige Verbrecher. Angesichts der neuen Beweise bleibt mir wohl nichts anderes übrig. Kraft meines vom König und der Kirche verliehenen Amtes verfüge ich, dass der Gefangene Bennett von allen Anschuldigungen entlastet und somit ein freier Mann ist. Cornelius ist wegen Falschaussage unverzüglich in Gewahrsam zu nehmen. Er hat sich aus dem Staub gemacht. Früher oder später wird er hier auftauchen. Dann werden wir ihn verhaften. Nice, wir haben Bennett befreit. Boah, das will ich mir jetzt noch einmal ansehen, ob er jetzt wirklich frei ist. Das will ich mir noch ansehen. Das ist wirklich nicht mein Problem. So, wir gehen jetzt noch mal ins Gefängnis und gucken, ob er wirklich frei ist oder ob wir noch irgendwas machen müssen, um ihn zu befreien.
Ich kann das nicht glauben. Ich wundere mich über gar nichts mehr. Das dauert aber noch ein bisschen, bis wir da ankommen. So, wie du sagst. Ich finde es aber irgendwie komisch, dass hier so gut wie niemand eigentlich wirklich was aber macht. Aber Adanos fürchtete sich von den ganzen Leuten hier. Die Miliz macht nichts außer trainieren. Die Söldner machen nichts außer trainieren. Die Magier machen nichts außer ich glaube da nicht. Ja, also in dem einen Tempel da ein bisschen rumlungern. Also die machen eigentlich im Grunde allesamt nichts. Ich bin der Einzige, der hier was macht. Oh, Bennett ist raus. Du bist doch der Kerl, der Kanta den Händler angezeigt hat. Es waren jede Menge Leute hier, die sich für ihn verbürgt haben. Angesehene Leute. Die Sache war wohl ein Missverständnis. Ne? Sowas kommt vor. Pass in Zukunft besser auf, wen du in den Knast bringst. Ich wollte gerade wieder gehen. Digga, das, wer hat... Also, okay, wer sind diese angesehenen Leute, die Kanta hier sich für Kanta verbürgt haben? Die muss ich loswerden. Also, wer ein Freund von Kanta ist, ist ein Feind von mir? Hört ihr Bewohner von Korinis? Auf ausdrückliche Anordnung des ehrenwerten Lord Hagens... Ich will jetzt aber nicht die alle hier dafür töten. Er arbeitet auch den ganzen Tag. Ich will... Irgendwer muss die Aber ich will rausfinden, wer Freund von Kanta ist, ja? Ach, erzähl mir nicht sowas. Aber egal, wir machen hier beim nächsten Mal weiter. Bennett ist frei, da will ich jetzt auch in der nächsten Folge mal wieder zu den Söldnern hingehen. Wie sieht's hier aus? Ja, hier steht jetzt nichts mehr zu Bennett. So, das mit der goldenen Schale müssen wir aber noch irgendwie hinkriegen. Und die Vermissten. Ja, und vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao!